Das tägliche Radfahren ist immer mehr Menschen zu einer Lebenseinstellung geworden und ist unter anderem mit einem größtmöglichen Verzicht auf das Auto verbunden. Und das ist auch gut so. Diese Mentalität ist selbstverständlich zu begrüßen und trägt auch zu einem individuellen Umweltbewusstsein innerhalb der Verkehrspolitik bei. Auch Radwege sind auszubauen und es ist sicher ein Gebot der Stunde und zeitgemäß. Insbesondere im urbanen Bereich mit einem hohen Verkehrsaufkommen und unterschiedlichen Verkehrsmitteln sorgt dieser Mobilmix allerdings auch definitiv für neue, für zusätzliche Herausforderungen. Über alle Überlegungen hat natürlich die Verkehrssicherheit für alle Teilnehmerinnen zu stehen, und zwar inklusive der Fußgängerinnen und Fußgänger. Nämlich dafür sind wir als Gesetzgeber verpflichtet, und zwar nach dem bestmöglichen und für alle verträgliche Lösungen zu erarbeiten. Es gilt nicht das Gesetz des Stärkeren, sondern vielmehr die Gleichberechtigung aller Verkehrsteilnehmerinnen, insbesondere auch der Fußgänger und Fußgängerinnen. Sie sind neben den Radfahrerinnen und Radfahrern besonders zu berücksichtigen. Die aktuellen Schwerpunktkontrollen, meine Damen und Herren, gerade der Radfahrerinnen in Wien, sind eigentlich schon zu befürworten, zumal auch Fahrräder zahlreichen Kriterien der Straßenverkehrsordnung zu erfüllen haben, genauso wie es die Kraftfahrzeuge haben. Die 10 km/h Beschränkung für Radfahrerinnen an nicht durch Lichtzeichen geregelten Kreuzungen und das Radfahren nicht unmittelbar vor einem herankommenden Kfz sozusagen überraschend in die Kreuzung einfahren dürfen, dient ausschließlich zum Schutz des Fahrradfahrers und ist nicht als Einschränkung seiner jeweiligen persönlichen Freiheit zu verstehen. Bei einem allfälligen Zusammenstoß nämlich zwischen Radfahrer und Kfz-Lenker kann es durchaus zu verheerenden Konsequenzen führen und daher ist diese Schutzbestimmung auch gerechtfertigt. Sehr viele Radunfälle, vor allem in letzter Zeit, mahnen. Bei 18 km/h mit dem Fahrrad beträgt der Bremsweg durchschnittlich 7 Meter und das ist gerade im Kreuzungsbereich besonders gefährlich. Die beste StVO kann jedoch nicht alles regeln. Besonders wichtig ist die Kultur des Verständnisses aller Verkehrsteilnehmer füreinander und nicht gegeneinander. Im Übrigen ist eine Fahrradpolizei wesentlich effizienter und wendiger im Stadtleben als die berittene Exekutive, die zwar Autorität ausstrahlt und eine vermeintliche Stärke, aber sicherlich nicht alltagstauglich ist. Danke.